Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Battle vs. Chess. Im letzten Part haben wir schon angefangen, die Goldmedaillen zu suchen oder zu erspielen. Haben zwei erspielt und jetzt geht's weiter mit Stunde der Wahrheit. Setze den Gegner Schachmatt, um zu gewinnen. Ach, mehr nicht. In 30 Zügen. Wow. Wow, 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 in 30 Zügen. Spielen wir am besten E4. Ich bin Königsgambit. Und zwar die Läufer C4-Variante. Der ist aber nicht gut, der Zug. Ist auch nicht gut, der Zug. Was macht er denn hier? Ich glaube, der will mich einfach verarschen. Dann braucht er nur 30 Züge durchhalten, eigentlich, theoretisch. König F1 ist Standard. Wie oft hat er jetzt eigentlich schon den Läufer gezogen, ey? Dann spielen wir mal Springer D2. Oder nehme ich den... Ne, ich spiele Läufer D3. Ah, ich hätte den rausnehmen sollen, glaube ich doch. So, ich möchte mal mit meinem Figürchen rankommen, denn wie gesagt, 30 Züge sind schnell vorbei. So, HG. Dann wird er wahrscheinlich G6 spielen. Jo. Dame F3. Ich spiele jetzt G4, damit ich mit meiner Dame hier hinterkomme. Sieht sehr gut aus, dass wir das in 30 Zügen schaffen. Ja, haben wir geschafft. Königsgambit ist dafür immer sehr gut geeignet. Das ist doch schön. Und jetzt geht's weiter mit Gilead. In 11 Zügen muss ich gewinnen. In 11 Zügen? Was? Wie gesagt, Königsgambit eignet sich am besten dafür, um so schnell zu gewinnen. Weiß ich auch nicht. Soll ich denn in 11 Zügen so eine Partie gewinnen?
Gibt's hier kein Knockout? Ich sehe kein Knockout, Leute. Okay, D6. Ich springe jetzt hier, D6. Zack, zack. König, zack. König E8. Ist immer noch kein Knockout. D6 direkt, C6. Oh, schlecht. Ah, E6 und E6. Läufer C7, Läufer B8. Läufer D6, König D8. Dame C3, richtig. Wie viele Züge muss ich gewinnen? Ich weiß es gerade nicht. Läufer B6, König B8. A5. Scheiße, ich brauche einen Zug. Ah, dieser blöde Springer da unten. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wie viel... Ah, 16 ist, glaube ich, zu viel. Ja, 16 war zu viel. Scheiße. Boah, das ist ja eine richtige Kackaufgabe. 11, ja. Super. Ach, diese blöde Kamera. Die noch on top. Na, wie machen wir das? Komm, ich spiel mal D4. Man muss ja quasi schon direkt mit der Dame irgendwie raus. Okay, ich drohe jetzt schon mal matt, das ist ja schon mal etwas. Darauf habe ich gehofft. Okay, Turm A8, König B7, Dame A3. Kann das Matt irgendwie aufhalten? C6? Nee, kann er nicht. Kann er... Ah, doch. Dame A3 direkt. C6. Scheiße. Turm A7. Scheiße, kann er doch. Weil mein Turm ja einfach hängt. Turm A8, König B7, Dame F3. C6. Schlecht. C6, König A8. C7, Schach. Geht auch nicht. Das ist mit Dame F3 direkt. Dann spielt er wahrscheinlich D6 oder so. Turm A8, König D7. Dame C6. König E6. Läufer C4. Oh, dann kommt er raus. Dame F5, E6, Dame F7. Ja, okay, das ist besser. Hä? Er hat es nicht beachtet. Was ist ihm denn los? Boah, ich rechne hier die ganzen Scheißvarianten durch und er lässt sich einfach matt setzen. Manchmal ist es einfach und manchmal ist es komisch. Okay, Wut. Okay.
Okay, also ich muss die Figuren von ihm rausschlagen. Wenn es möglich ist. Ja, ich sollte die Stellung lieber geschlossen halten. Wie gesagt, Schwarz kann jetzt ganz fiese Züge machen hier. Ah, sowas zum Beispiel. Ah, wisst ihr was? Ich fange nochmal neu an. Die Kamera. Oh Mann. So. Ja, ich fange erstmal mit Springern an. Da kann ja noch nichts falsch beigehen. Okay, jetzt kann er E5 spielen. Deswegen verhindere ich das. Ah, jetzt kann er B5 spielen. Muss ich aufpassen. Muss hier immer so skeptisch sein. An die Läufer G5, dann zieht ein Springer einfach weg. So. Spielen wir mal Läufer B5. Problem ist, ich kann dann am Ende nicht Turm E1 spielen. Boah, viele Züge kann ich gar nicht machen dadurch. Ist ein bisschen blöd. Ich muss sowieso beide nehmen. Ich wollte nur nachgucken, ob ich hier vielleicht in... Meines waren 30 Züge, muss ich gewinnen. Den muss ich nicht schlagen. Was ist das denn für ein Bug? Hm. Ich weiß nicht, wie ich so schnell gewinnen soll hier. Ja, jetzt muss ich irgendwie weiterkommen, ne?
Komm. Spielen wir erstmal einen Bauern vor. Wenn gar nichts geht, spielt man einen Bauern. Ach, den muss ich ja nehmen. Oh, scheiße. Oh. Okay, jetzt Springer G5. Beim Doppelangriff ist das nicht so wichtig, denn da hängt sowieso beides. Irgendwie muss ich aber mal hier rauskommen, ey. Das gibt's doch nicht. Ah, 30 Züge kommen immer näher. Oh Mann, ey. Das ist auch schon wieder eine Scheißaufgabe. Warte, da wenigstens keine Figuren mehr. So, und jetzt irgendwie hier rein. Oh. Ja, 30 Züge. Das schaffe ich doch nicht. Kann ja nicht schon aufgehen. Aber wenn man das denn in 30 Zügen schaffen? Ja, wir können schon neu starten. Okay, ich muss die Gegner schlagen. Das heißt, es wäre ratsam, Randbauern zu ziehen. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack, du scheiß Kamera. Ich ziehe erstmal Randbauern und gucke, was passiert. Wie gesagt, ich ziehe erstmal Bauern und gucke, was passiert. Werde ich jetzt einfach mit Bauern platt machen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Bauernarmada ist am Anmarsch. Was darf ich gewinnen mit meiner Bauernarmada? Ich denke mal, B6 sieht gut aus.
Nein, sieht's nicht. Oh, wegen A, B und A6. Oh. Immer diese blöden Trickzüge. Ja, komm, leck mich. Leider noch 10 Züge Zeit, das ist nicht so prickelnd. Dame C8, König E7, Dame G8. Leider nicht drum rum gekommen. Na gut, jetzt kann ich schon aufgeben. Was schaffe ich das? Nee. 5 Züge niemals. Also man darf die Dame auf jeden Fall nicht verlieren. Ach. So. Erstmal ran, Bauer. Ah, jetzt kann ich Läufer G2 spielen. Das mal geht's. Davor den Zug ging's nicht. Ich werde den rausnehmen. Gefällt mir doch noch ein Stück besser. Wie gesagt, davor den Zug ging es nicht, weil er dann einfach den Springer wegzieht. Und ich hätte dann noch B7 nehmen müssen. Ganz vorsichtig sein hier mit seinen Zügen. Läufer E3, Springer zieht, Läufer A7, ja, komm, das geht. Muss möglichst viel für möglichst wenig abtauschen.
Springer B5. Geben wir erstmal einen Schach. E3, Dame, F3 und dann F7. Ja, den muss ich wieder nehmen. Ist aber egal. Den kann ich ruhig opfern, weil jetzt komme ich auch Turm A8. Ach, diesmal sieht's gut aus, Leute. Dame F3, so läuft F6. Okay, dann spiele ich lieber Turm A8. König E8. Turm schlägt, Läufer D8. Dann spiele ich lieber als Dame F3, weil dann muss er König E8, Dame F7. König D8, da muss ich rausnehmen, das ist scheiße. Dame F3. König E8. Was, wenn ich dann Turm A8 spiele, weil dann geht König D8 nicht wegen... Ne, erst Dame F3, das ist wichtig. Ah ne, dann muss ich D5 nehmen. Ah, lustig. König E8. Ah, er kann gar nicht nach D7 gehen. Warte mal. Turm A8, König E8. Dann habe ich immer noch Dame H5. Blöd, wenn ich jetzt alles nehmen muss. Soll ich jetzt mit der Dame da hinkommen, ey? Ah, scheiße! Ja, H6, na klar. Oh. Was, ich mach den Zug jetzt zurück. Mir egal. Wie geht denn das? Kann man das überhaupt machen? Naja, wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt schaffe ich es eh nicht mehr. Oh, Kacke. Okay, wie das weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Ich werde das jetzt cutten. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Okay, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.